Ja, herzlich willkommen zu diesem Video im Rahmen der Selbsterkenntnisreise. Heute ist das letzte Video, das ich alleine drehe für Sie. Und so habe ich mir länger überlegt, worüber möchte ich denn sprechen oder was ist denn so meine Schlussbotschaft an Sie. Jetzt, wenn Sie schon den Titel hier eingeblendet sehen, dann wissen Sie ja schon, worum es geht. Aber keine Angst, es wird keine Predigt. Vielmehr möchte ich Ihnen eine tiefere Dimension Ihres vedischen Horoskops näher bringen. Ausgelöst hatte das gestern so ein Impuls. Da kam mir das Wort wirklich so in den Sinn. Na, Sie kennen ja das Wort wirklich. Ne? Man sagt ja so, ist das wirklich so? Ja? Und dann habe ich so nachgedacht über die Bedeutung des Wortes wirklich. Und ich da eben so nachgedacht habe, wurde mir klar, dass in diesem Wort wirklich zwei Worte enthalten sind. Nämlich das Wort wirken und Licht. Ich zog daraus den Schluss, dass das, was wirklich, sehen Sie wieder, das tatsächlich Bestand hat, ewig ist oder was die Kraft hat, etwas zu tun, vom Licht kommt. Materie selbst ist tot. Sie kann nur Leben aufnehmen, wenn das Licht, der Geist oder Gott in die Materie eingeht. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, an dem wir jetzt sind. Denn das bedeutet, dass wir uns dann die Frage stellen müssen, wenn das Licht die höchste Instanz ist, weil es vermag, die tote Materie zu beseelen, zu beleben, dann wäre doch auch die Frage berechtigt, dass wir in unserem Leben dafür Zeit aufwenden könnten oder vielleicht sogar sollten, um dieses Licht, ja, dieses Licht wiederfinden zu können. Warum sage ich wiederfinden? Jetzt kommen wir schon immer mehr zur vedischen Astrologie und ihrer Beziehung zu ihrem Licht. Es ist egal, ob wir da im Christentum lesen oder im Hinduismus oder im Buddhismus, wenn wir so die heiligen Schriften vergleichend beleuchten, durchleuchten, ne, kommt schon wieder das Thema Licht zum Tragen, dann stellen wir fest, dass die Kernbotschaft, die Gemeinsamkeit, ja, sich auf wesentliche Dinge reduziert. Und so finden wir überall, dass letztlich das höchste Ziel der Menschwerdung darin besteht, wieder ganz zu werden, indem wir uns an dieses Licht in uns, das wir in uns finden, wieder erinnern. Und das ist ein Stück weit vergessen worden, denn in der Masse suchen wir ja das Licht im Außen, indem wir hoffen, dass wir ein gutes Leben haben, eine gute Beziehung haben, eine gute Arbeit haben, keine Corona-Krise haben, ja, oder was auch immer, ja. Letztlich aber das, was wirklich ist, und wo alle Rettung und aller Trost zu finden ist, ist das Licht in einem selbst. Und das ist sehr interessant, weil gerade Indien, ja, die vedische Astrologie entstammt ja aus Indien, wie Sie aus dem ersten Video wissen. Dort ist es ja so, dass uns die vedische Astrologie, die indische Astrologie, eben in einer engen Beziehung steht zu Meistern, Gurus, gottverwirklichten Menschen. Und dort wird die Astrologie auch als eine
ja, ich sage jetzt mal so, als eine Wissenschaft betrachtet, die dem Menschen helfen kann, wieder, ja, zum Licht finden zu können. Und so ist es mein Ziel in diesem Video, Ihnen ein paar Hinweise zu geben, wie Sie Ihr eigenes Horoskop mal betrachten können bezüglich Ihrer Beziehung zum Licht. Ob wir jetzt da Gott dazu sagen oder Vishnu oder Krishna oder Buddha oder Yahweh oder Allah oder das ist ja zweitrangig. Es geht mir um die allmächtige Kraft, den König der Könige, Jesus Christus. Ja, das ist ja alles die gleiche Kraft. Und letztlich, ja, weisen uns nämlich auch alle Schriften darauf hin, dass nur dieser Weg, wenn wir dieses Licht wieder in uns finden oder dafür sorgen, dass wir wieder innen dieses Licht auch sehen können mit unseren inneren Augen, mit unseren astralen Augen, wenn wir Gott sehen können, so wie Sie mich jetzt sozusagen hier an diesem Bildschirm sehen können, also als tatsächlich wahrnehmen, ja, dann sind wir auf dem Weg, dass wir ja in Richtung Transzendenz, Erleuchtung, Vollendung und Vollkommenheit unterwegs sind. Und aus Sicht der vedischen Astrologie geht es nämlich darum, wieder in diesen Zustand zu gelangen. Ich und mein Vater sind eins, oder diese mystische Hochzeit, ja, wo der Tropfen, der sich aus dem göttlichen Ozean entfernt hat, wieder zurückkehrt in das Meer. Das bedeutet natürlich keinen Verlust der Individualität, sondern es geht dabei darum, dass das, wonach wir eigentlich suchen, weil letztlich suchen wir alle nach Glück, nach Liebe, nach Freude, nach Erfüllung, nur das gibt es in beständiger Weise und eben in der höchst erfüllenden Weise nur beim König der Könige selbst. Und die Astrologie, insofern auch die indische Astrologie, hat in ihrer Gründungsidee, warum sie den Menschen gegeben wurde, herabgereicht wurde zur Menschheit, dieses so hohe Wissen, das Ziel, ihnen eine Landkarte ge zu geben, wie sie nun wieder sich erinnern können, sich selbst erforschen können, damit sie ihren Weg wieder zum Licht finden. Denn nur dort, und wenn sie diesen Weg auch überhaupt einschlagen wollen und Sehnsucht dafür entwickeln, können sie ja das suchen, wonach ihre Seele dürstet. Denn die Seele kann mit nichts weniger befriedigt werden als wie mit der Verbindung der Überseele, also dem Göttlichen. Schauen Sie, so kommt dem Horoskop die Aufgabe zu, diese Verbindung nach oben wieder oder einen Weg einschlagen zu können, dass wir wieder in diese Verbindung mit unserem Ursprung kommen, mit der allmächtigen Kraft. Und natürlich ist es dafür hilfreich, wenn wir Sehnsucht entwickeln nach dem Licht. Allerdings ist es auch so, ähnlich dem Odysseus, dass wir erst durch die verschiedenen Plagen und Erfahrungen gehen müssen, ehe wir irgendwann kapitulieren in einem Leben und uns erinnern, dass das unsere wahre Heimat ist. Denn das, wonach wir suchen und trachten, was die Seele nährt und erhält und belebt und vitalisiert, erfüllt und ihr das gibt, wonach sie sucht, ist letztlich unsere himmlische Heimat, von der wir uns vor Äonen von Zeitaltern getrennt haben. Ja, Sie kennen ja im Christentum die
Darstellung durch die gefallenen Engel oder Sie kennen in der indischen Tradition die Geschichte mit dem Thema Maya, dass wir nun in diesem Blendwerk der materiellen Welt uns haben gefangen lassen und nur primär nach Genuss im Außen streben. Ne? Und materiell bedeutet, meinetwegen Wissen erwerben wollen oder eine Beziehung tolle haben wollen und dies und das. Das ist alles okay und soll alles sein. Nur es dürfte nie auf Kosten darauf gehen, eben die Kraft der Kräfte, den König der Könige zu vergessen. Und Gott oder diese allmächtige Kraft kann eben nicht im Außen gefunden werden, ja? So wie es oft ist, dass man sagt, ja, man reist jetzt zu bestimmten Tempeln an heilige Orte oder man besucht die Kirche. Das ist alles gut, denn es läutert uns, bereitet uns vor, kann uns zu besseren Menschen machen. Und selbstverständlich ist ja auch die Erde und die Welt letztlich aus ihm hervorgegangen, aus der allmächtigen Kraft. Trotzdem, auch darin sind sich die Schriften einig, und das steht auch in absoluter Verbindung mit dem vedischen Horoskop, kann Gott das Licht, das, was das höchste Ziel der Menschwerdung ist und das, was das Wachstumsziel ist, nur in einem selbst gefunden werden. Die vedische Astrologie oder das vedische Horoskop hat demnach das Ziel, sie darin zu unterstützen, ja, sich selbst zu erkennen, ja, also wer bin ich, um dadurch Gottes Erkenntnis zu erlangen, sprich das Ziel der Menschwerdung zu erlangen, nicht nur ein guter Mensch zu sein, sondern sogar Gott schauen zu können im eigenen Inneren, ja. Wir denken da vielleicht nicht so dran oder meinen, wir bräuchten keinen Gott oder wir kriegen das alles selber hin und andere können vielleicht jetzt sagen, ach Gott, der glaubt ja auch noch an den Nikolaus, ja, ich schalte jetzt aus. Ich darf Ihnen sagen, ich hatte viele astrologische Beratungen gegeben und viele Menschen sind zu mir gekommen, wie sie durch große Schwierigkeiten im Leben gegangen sind und letztlich war aber irgendwie immer ein größerer Segen dahinter, denn die Menschen, ja, sind dann oft durch diese schwierigen Erfahrungen demütiger geworden und haben begonnen, nach einer höheren Kraft Ausschau zu halten, welche Rolle Gott vielleicht in ihrem Leben spielen könnte, ob es ihn vielleicht nicht doch gibt, ja. Ob es vielleicht nicht sogar sinnvoll wäre, sich mit ihm zu beschäftigen. Wenn ich der Gott sage, meine sehr verehrten Damen, fühlen sich bitte nicht angegriffen. Für mich ist selbstverständlich Gott geschlechtslos, weil er auch über der Bezeichnung maskulin und feminin steht. Es ist nur das Unvermögen der Sprache. Jetzt sind wir demnach an dem Punkt angekommen, dass das vedische Horoskop das Ziel hat, den Menschen nicht nur zu einem besseren Leben verhelfen zu wollen, damit es ihnen auch im äußeren Leben besser geht und sie wissen, wie das Leben als solches funktioniert, sondern es geht sogar so weit, dass sie ihr Leben auch dafür verwenden könnten, warum es ihnen gegeben wurde, nämlich zur Selbsterkenntnis und zur Gottesverwirklichung, sprich Gott gebiert sich im Menschen oder Gott wird nur im menschlichen Körper erkannt. Das ist die Frucht, die aus dem Menschen dann geboren wird, ja, dass es wieder zu dieser Verbindung kommt und dadurch immer mehr Liebe in die Welt gelangen kann. Und diese höchste Form der bedingungslosen Liebe, so wie es uns ja die großen Meister, Heiligen etc. vorgelebt haben, ist das Ziel dieser
Menschwerdung, und die wird eben dann erreicht, wenn wir ja die Lektionen oder Stationen, die wir benötigen, gemäß unserem individuellen Schicksalsplan gemeistert haben. Und damit wir wissen, welche Lektionen dran sind, ja, welche Prüfungen noch nicht so gut bestanden sind, wo wir vielleicht nur mit nachsitzen müssen oder wo wir natürlich auch schon gut sind, das kann man im vedischen Horoskop sehen. Und so möchte ich Ihnen mal jetzt hier mein Horoskop einblenden, damit Sie auch in Ihrem vedischen Horoskop ein paar Dinge betrachten können, die Ihnen Ideen oder Inspirationen geben auf Ihrem Weg, ja, Ihrem Schöpfer näher kommen zu können. Denn es ist eben je nach Ihrem karmischen Hintergrund unter Umständen vorgesehen, bereits in diesem Leben die Reise nach Hause anzutreten, Gott zu schauen. Und die Häuser im Horoskop, die für die Spiritualität stehen, sprich ihrer Entwicklung hin zum Licht, sind das vierte Haus, das achte Haus, also da, wo die kleinen Zahlen stehen, und das zwölfte Haus. Bei mir fällt es jetzt genauso zusammen, wie man die Plätze zählt. Und das ist interessant, weil das vierte Haus und achte Haus und zwölfte Haus sind da mehr primär wichtig, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie Ihre Reise zum Licht, zum Gott, zum König der Könige angelegt ist. Und deswegen erkläre ich Ihnen kurz jetzt, wofür diese drei Häuser stehen, und gebe Ihnen ein paar Hinweise, was Sie mit diesen drei Häusern betrachten können. Es geht um nichts weniger als wie Ihre Beziehung zu Ihren himmlischen Eltern, zum Göttlichen oder Ihrer Reise ins Licht. Selbstverständlich ist es irgendwo auch das ganze Horoskop, nur diese drei Häuser, das vierte, das achte und das zwölfte, und vor allem das zwölfte, weil das Haus 12 steht eben auch für Erleuchtung, Vollendung und Vollkommenheit, sind die wichtigsten Häuser bezogen auf die Spiritualität. Das vierte Haus steht für Glücklichsein, Persönlichkeitsentwicklung und für Ihr Innenleben. Es steht für den inneren Frieden. Und das bedeutet, der erste Schritt, der schon mal wichtig ist, auf dem Weg zurück zu Ihren himmlischen Eltern, um dauerhaft wieder in ewiger Glückseligkeit sein oder verankert sein zu können, ist, dass Sie sich dafür entscheiden, inneren Frieden zu kultivieren, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben und glücklich sein zu wollen, weil das ist Ihnen in Ihre Entscheidung gelegt. Ein Glücklichsein basiert nicht auf dem, was Ihnen das Schicksal im Äußeren zukommen lässt, sondern es ist eine Sache Ihres Innenlebens, und diese können Sie durch Ihre Entscheidung, ja, so für sich festlegen und sagen, okay, ich fokussiere meine Aufmerksamkeit auf das Gute, auf die Dankbarkeit, ja, auf die Verbindung, auf die Erinnerung nach oben. Da helfen viele Dinge. Und schauen Sie da, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es ja sehr interessant, weil das vierte Haus steht auch für Fahrzeuge, für das Zuhause, aber auch für das Vermögen. Jetzt muss man sich schon mal die Frage stellen, was hat denn eigentlich das vierte Haus, das Innenleben, Persönlichkeitsentwicklung und auch, innerer Frieden damit zu tun, mit Spiritualität in Verbindung, dass das vierte Haus auch für Vermögen, Autos und Immobilien steht? Nun, wenn man da tiefer drüber nachdenkt, dann erkennen Sie, dass Wohlstand, also wenn man viel Geld hat, uns helfen könnte,
den inneren Frieden zu haben, um mehr innen zu reflektieren oder in die Meditation zu kommen. Es geht nicht darum, dass man sagt, Wohlstand hilft uns, dass wir noch mehr Genuss haben können im Außen. Sondern Wohlstand hätte hier das Ziel, deswegen wird es dem vierten Haus zugeordnet, das ist der tiefere Hintergrund, dass man Frieden hat vom Mühsal des Existenzkampfes, um mehr inneren Frieden zu haben, der gut ist für die innere Reflexion. Das gleiche gilt für Fahrzeuge. Wenn Sie nicht alles zu Fuß laufen müssen, ja, so wie es früher der Fall war, sondern ein Fahrzeug haben, heute sagen wir Auto dazu, dann haben Sie mehr Zeit für die innere Reflexion. Deswegen haben die Themen Wohlstand, Autos, Immobilien, ne, ein Zuhause zu haben, wo Sie Ihr persönliches Schloss haben und Ruhe und Frieden haben, stehen in wichtiger Verbindung zur Persönlichkeitsentwicklung und zur spirituellen Entwicklung, viertes Haus. Das vierte Haus steht aber auch für das Glücklichsein und die Lebensfreude. Das bedeutet eine Grundvoraussetzung, sich dem Göttlichen nähern zu können, geht damit schon mal los in einen Zustand der Freude auf dieses Ereignis der Verbindung oder wieder der Verbindung, muss ich ja sagen, weil wir haben uns ja entfernt mit dem Göttlichen. Das war das vierte Haus. Und so können Sie schon mal schauen, welche Planeten das vierte Haus beherrschen oder welche Planeten vor allem im vierten Haus stehen. Diese Planeten spielen eine große Rolle, wie beispielsweise ja, Ihr Innenleben oder Ihr Wohlstand beeinflusst wird. Ja? Haben Sie meinetwegen Mars im vierten Haus, dann müssen Sie lernen, innen ruhiger zu werden, weil Sie haben einen Planeten im vierten Haus, der da nicht so gut gestellt ist, der sorgt eher für viel Aufregung innen und immer tun wollen und machen. Ja? Haben Sie meinetwegen Venus im vierten Haus, dann ist es schon besser. Allerdings kann es Sie zu stark vielleicht immer an äußere Dinge erinnern, die Sie brauchen, damit Sie innen Frieden haben. Ja? Haben Sie im vierten Haus stehen, sagen wir mal, den Planeten Jupiter, dann ist es sicherlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ja? Und so kann man, weil Jupiter steht für den Glauben, ja, oder Hoffnung, und so wird Ihr Inneres mehr mit Frieden und Wohltätigkeit oder mit Güte versehen, was eine gute Voraussetzung ist, um eben die Voraussetzungen zu schaffen, die das vierte Haus verlangt, damit die spirituelle Reise erfolgreich beginnen kann. Machen wir es aber nicht zu lang. Dann kommen wir zum achten Haus. Wofür steht das achte Haus? Das achte Haus steht für den Durchbruch. Es steht für Ihre Schattenseiten. Es steht aber auch für Süchte und Schwächen. Das bedeutet, damit wir zur Vollendung gelangen, Gott erfahren können, was ja das zwölfte Haus ist, müssen wir zuvor unsere Schwächen überwinden. Solange wir in Süchten verankert sind, ja, meinetwegen mit Alkohol oder eben mit anderen bewusstseinstrübenden Stoffen oder indem wir noch größere, ja, wie soll ich denn sagen, psychologische Problemstellungen haben, können wir zwar mystische Erfahrungen machen, die uns schon mal einen Auftrieb geben. Ja? Deswegen steht auch die Mystik für das achte Haus. Das achte Haus steht auch für das Okkulte. Das achte Haus steht für die Esoterik. Das achte Haus steht damit auch für Themen, die uns helfen, damit wir besser sind, diese Schwachstellen, Süchte, psychologischen Defizite, Störungen, Traumas, ne, alles achtes Haus, überwinden zu können. Deswegen steht das achte Haus auch für die Psychologie oder auch für die Auseinandersetzung mit dem Tod. Weil wenn man das tut, sich mit diesen geistigen Themen tiefer zu beschäftigen, dann helfen die, dass man auf seinem spirituellen Weg den Durchbruch schaffen kann, weil Sie sehen ja schon, nach dem achten Haus kommt das neunte Haus. Das neunte Haus steht dann für das Vertrauen in das Göttliche. Und das kann aber gar nicht so. Und deswegen ist es ja oft so, dass die Menschen sagen, sie sind erst zum Glauben gekommen, neuntes Haus, nachdem zuvor achtes Haus irgendeine Katastrophe oder irgendwie eine Erfahrung mit dem Tod oder was Schlimmes, achte Haus ist kein gutes Haus in der vedischen Astrologie, vorher erlebt worden ist. Ich habe neulich auch einen kennengelernt und
Dann habe ich gesagt, ja, haben wir so gesprochen über den Glauben und so. Und dann sagt er, Mei, eigentlich ist es bei mir jetzt, könnte das schon besser sein mit dem Glauben, aber mein Leben war recht einfach, dann habe ich mich da eigentlich nicht so drum gekümmert. Ne? Da haben wir auch gedacht, ja, aber es muss ja nicht immer mit Leid gehen. Ne? Und dann kommen wir zum letzten Haus, beziehungsweise ich wollte noch sagen, wenn jetzt die Planeten im achten Haus haben, dann weisen die Planeten darauf hin, die da drin stehen, welche Durchbrüche, Transformationen, vielleicht auch schwierige Zeiten zu durchlaufen sind, ja, damit man diesen spirituellen Durchbruch schaffen kann. Steht von mir aus, sage mal, die Sonne im achten Haus und ist vielleicht auch anderweitig noch verletzt, also das ist nur ein Hinweis, ja, dann kann es mal sein, dass ich durch einen gesundheitlichen Stress erst gehen muss oder etwas mit chronischer Krankheit erfahre, damit ich demütiger werde, um mich wieder mal zu besinnen, was wirklich ist, ja, oder was wirklich wichtig ist im Leben. Selbstverständlich müssen wir das Materielle auch meistern. Es geht um dieses Gleichgewicht, es geht um den goldenen Mittelweg, keine Seite zu überhöhen, ne? Wir brauchen das Materielle und wir brauchen das Geistige und genau da in der Mitte, ne, da sollten wir entlang gehen. Und wenn wir diesen Durchbruch gemeistert haben, was Voraussetzung ist, dann geht es zum 12. Haus. Und das 12. Haus steht für die Erleuchtung, die Vollendung, den Abschluss der Wiedergeburt. Das bedeutet, man erreicht sogar Moksha. Das bedeutet, man kann wieder inkarnieren, muss aber nicht wieder inkarnieren, weil man frei wird von Karma und die Verbindung mit dem Göttlichen wieder erlangt hat, was das Einzige ist, wonach letztlich die Seele hungert. Ob wir das akzeptieren, ob wir das wissen, ja? Um dahin zu kommen, 12. Haus, müssen wir aber zuvor, 11. Haus, unsere größten Wünsche erfüllen im Leben. Denn solange wir nicht unsere Wünsche, das 11. Haus ist ein Karma-Haus und Karma ohne R bedeutet Wünsche. Das 11. Haus ist das mächtigste Haus der Wünsche. Das bedeutet, ja, so sagen es ja auch die Buddhisten, wir müssen erst wunschlos glücklich werden. Ja? Wirklich glücklich ist einer, der nichts braucht, weil er an für sich schon alles innen gefunden hat. Und das ist ja auch so, ja, da können wir in alle Schriften schauen, wenn wir, meinetwegen, ich sage es mal aus dem Biblischen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Das bedeutet, haben wir innen wieder, sind wir in die Verbindung gekommen, dass wir auch uns, also die Erfahrungen machen, ja, mit dem Göttlichen verbunden sein zu können, dann werden die Wünsche im Außen immer weniger wichtig. Vor allem sollten sie aber trotzdem gelebt werden, damit wir auch von diesen Bindungen, die uns ja auch zur Reinkarnation bringen, frei werden. Und dann kann das 12. Haus eine Rolle spielen in diesem Leben, insbesondere, dass es sogar so weit kommt, ja, dass man vielleicht dieses Leben, sein letztes Leben hat, weil die Seele wieder in ihre himmlische Heimat zurückkehren möchte. Und wenn sie wieder inkarnieren will, dann nur als Helfer, ja, um anderen Menschen auf ihrer Reise zum Licht, zu ihrer Quelle wieder auf freiwilliger Basis behilflich sein zu wollen, aber nicht auf der Basis nachsitzen, in Anführungsstriche zu müssen oder eben inkarnieren zu müssen, weil noch Karma vorhanden ist. Und somit ist es sehr interessant, wenn Sie nach Planeten schauen im 12. Haus, dann verraten Ihnen diese, was jetzt Ihrem Weg in die Vollendung zur Erleuchtung, zur Erfahrung des Göttlichen. Das 12. Haus steht für die Erfahrung des Transzendenten, des Göttlichen. Das 8. Haus sind mystische Erfahrungen, aber die höchsten Erfahrungen mit dem Absoluten wird dem 12. Haus zugeordnet. Und das 12. Haus, wenn Sie ja da jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Sie haben im 12. Haus Venus darin stehen, dann könnten wir sagen, dass Sie vielleicht durch Ihre Liebe zur Kunst sich mehr dem Göttlichen, dem Transzendenten nähern können oder generell durch Ihre Fähigkeit zur Hingabe. Steht meinetwegen der Planet Jupiter im 12. Haus, dann hilft Ihnen vielleicht ein Guru.
damit sie dem Göttlichen, dem Transzendenten näher kommen können. Steht im 12. Haus der Mond, ja, wie bei mir, dann spielt Meditation meinetwegen eine große Rolle. Ja. Steht, ja, machen wir noch ein Beispiel, steht von mir aus, sagen wir mal, der Planet Saturn im 12. Haus, dann kann eine strengere Yoga-Disziplin, Askese oder Rückzug der Grund sein oder das sein, wie sie ihren Weg der Begegnung mit dem Göttlichen intensivieren können. Ja, ich hoffe, es hat Sie ein bisschen inspiriert. Die Idee war eben jetzt nur, Ihnen mal zu zeigen, was ist so der höchste Plan des vedischen Horoskops, ja, weil letztlich geht es gar nicht so drum, immer nur Leben um Leben, ja, so schön das Leben ist und ich lebe ja auch glücklich und gerne, trotzdem gibt es da noch etwas, was wir dem Leben hinzufügen sollten, ein höheres Ideal und dieses sehen wir ja darin, dass das letzte Haus von allen 12 Häusern das Haus ist, wo es um die Erleuchtung oder die Begegnung mit dem Göttlichen geht. Und damit ist das 12. Haus, ja, der Abschluss, die Vollendung, das wichtigste Haus im Horoskop. Und ich glaube auch ein schönes Ende, ja, was meinen Beitrag für Sie angeht, nämlich die Beziehung von Gott zu Ihnen und wie Sie dabei mit Ihrem vedischen Horoskop, ja, richtig arbeiten können. Und zum Schluss sei nochmal gesagt, um diese Häuser im Detail analysieren zu können, das 4. Haus, das 8. Haus und das 12. Haus, gibt es in der indischen Astrologie eigene Unterhoroskope. Das heißt, ich kann jetzt genau anschauen, wie Ihr Fahrplan aussieht zu Richtung Lebensfreude und Wohlstand, 4. Haus, anhand des 4. Unterhoroskops. Ja? Ich kann anschauen, wie Ihr Fahrplan zum spirituellen Durchbruch ausschaut, anhand des 8. Unterhoroskops oder auch dem 20. Unterhoroskop. Das ist das Unterhoroskop der Spiritualität. Ich kann aber auch Ihren Weg zur Erleuchtung, zur Begegnung mit dem Göttlichen, da kann man sich auch ein Bild machen, was das unterstützt, indem man das 24. Unterhoroskop anschaut, das steht für das 12. Haus und dort sieht man dann, ja, was diese Reise eben unterstützt, damit sie Gott in dieser Inkarnation gegenübertreten können, wie ihr Weg ins Licht, also im finalen Stadium angelegt ist, denn das 12. Haus steht dafür, für Ihre Begegnung mit dem Transzendenten und welche Planeten da drin stehen und was da für Einflüsse sind, das zu untersuchen, ja, und darüber nachzusinnen, was Ihnen hilft, in diese Verbindung zu kommen, ist hochspannend, ja. Und ja, vielleicht konnte ich Ihnen dazu ein bisschen, konnte ich Sie ein bisschen inspirieren, ein bisschen Freude machen, ein bisschen neugierig machen, ja, dem König der Könige anhand einer Landkarte etwas leichter näher kommen zu können. Wenn Sie also mehr wissen wollen über die vedische Astrologie, diese zu erlernen, diese zu studieren, weil das ist nicht so, dass man das in ein paar Sätzen jemand erklärt, ja, mach das so und so und dann bist du auf Kurs. Das ist eine lebenslange Sache. Selbsterforschung sollte gemacht werden bis zum letzten Atemzug. Der Weg des Mensch erkenne dich selbst. Und der beste Weg, das zu tun, ist aus meiner Sicht, wenn man eben selbst eine Weisheitslehre in der Tiefe studiert, sich damit beschäftigt, dann wird man über die Jahre immer besser und kommt auf seinem Ziel, auf seinem Weg, genauer gesagt, immer besser voran. Und das wünsche ich natürlich auch, Ihnen, dass Ihnen das so gelingen möge, wie Sie sich das vorstellen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit
Und mir war es jetzt eine besondere Freude, Ihnen ja in meinem persönlich letzten Video die aus meiner Sicht wichtigste Botschaft, nämlich sich wieder mehr an Ihren Schöpfer zu besinnen, Sie dafür zu erinnern oder zu inspirieren. Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.